erstreckt sich. Meine Beine laufen, als glaubten sie wirklich noch irgendetwas ausrichten zu können. 12 Monate hatte ich an nichts anderes denken können, als endlich wieder als Polizist zu arbeiten. Drei Zeugen hatte die Staatsanwaltschaft gegen einen der mächtigsten Männer, die das organisierte Verbrechen in den letzten Jahren hervorgebracht hatte, aufzubieten. Drei Zeugen, die Nicholas Czerlesky für den Rest seines Lebens hinter Gitter bringen sollten. Aufgabe des BKA war es, sie unversehrt in den Gerichtssaal zu bringen. Im Grunde kein besonderer Job. Aber die Stimmung in der Abteilung war eigenartig. Wer Czerlesky kannte, wusste, dass er die Ankunft der Zeugen nicht einfach tatenlos hinnehmen würde. Ausgerechnet in dieser angespannten Situation trat ich den Dienst in meiner neuen Einheit an. 12 Monate hatte ich nicht mehr als Polizist arbeiten können. Genug Zeit, um zu überlegen, warum ich versagt hatte. Manchmal dachte ich, dass das Einzige, was ich wohl falsch gemacht hatte, war, dass ich überlebt hatte und mein Partner nicht. Er war einfach vor meinen Augen verbrannt. Meinem neuen Chef konnte es egal sein, wer da vor ihm stand. Ich wollte meinen Job machen, gut machen. Aber was sollte ihn das interessieren? Fuß hochzuheben. Rümelin hatte nicht die Spur von gutem Geschmack. Einer meiner besten Leute. Die werden langsam rar. Sie wissen von der anderen Sache? Ja, habe ich gelesen, ein Autounfall. 2 ihrer Männer und ein Strafgefangener namens Arabek. Ein Kronzeuge namens Arabek. Übrigens noch ein Arabek. Seine Schwester. Auch ein Kronzeuge. Was ist mit dem dritten Zeugen? Er sitzt in einem Hotelzimmer und wartet darauf, dass ihm kein Unfall passiert. Und da sie schon einmal da sind, können Sie ihm heute Nacht die Hand halten. Für 8 Uhr sind Sie eingeteilt. Hier auf diesem Acker verunglückte in der vergangenen Nacht aus noch ungeklärten Umständen ein Learjet des Bundeskriminalamtes. Das BKA lehnt zum jetzigen Zeitpunkt noch jede Stellungnahme ab. Dennoch steht die Vermutung nahe, dass der Bulgare Nicholas Czerlesky in den Fall verwickelt ist. In den letzten 3 Jahren gingen mindestens 13 Brandanschläge und weitere 6 Bombenattentate auf sein Konto. Ob ihnen im anstehenden Prozess die Anschläge jedoch nachzuweisen sind, hängt von der Aussage der 3 Hauptbelastungszeugen ab, von denen nun offensichtlich die 2. bei diesem tragischen Attentat ums Leben gekommen ist. Käme es zu der Verurteilung, wäre dies ein erster bedeutender Erfolg gegen das organisierte Verbrechen. Ob es zu der morgen angesetzten Fahndung überhaupt kommen wird, muss angesichts der schrecklichen Ereignisse doch bezweifeln. Herr Felber? Staatsanwalt Berthold, das ist meine Kollegin, Staatsanwältin Seebaum. Wir würden ganz gerne mit Ihnen reden. Okay. Wenn es kein Unfall und kein Sprengsatz war, was war es dann? Laserstrahlen von Außerirdischen? Wir sagen nicht, dass es kein Sprengsatz war. Die Frage ist, wie kam er in die angeblich so penibel gecheckte Maschine? Nein, die Frage ist, was habe ich mit dieser Sache überhaupt zu tun? Wir glauben, einige Ihrer neuen Kollegen arbeiten der Gegenseite zu.
Leuten wie Nikolas Czajleski. Ah, die Kollegen stecken sich einen Sprengsatz unter das Hemd und sprengen sich selbst in die Luft. Das Ding ging im falschen Moment hoch. Wir wissen nicht, was schiefgelaufen ist, aber das, was schiefgelaufen ist, ist die einzig logische Erklärung. Wir ermitteln seit 8 Monaten in dieser Sache, konnten bislang aber nichts beweisen. Erst jetzt wissen wir überhaupt, auf welchen Wege die Parteien kommunizieren. Sie glauben also. Kommen Sie doch endlich auf den Punkt. Sie wollen, dass ich meine Kollegen ausspioniere. Insgesamt 12 Beamte kümmern sich seit einer Woche um Boris Warner, Czajleskis Neffe, in dieser Hotelsuite. Warner ist einer von 3 Kronzeugen im Verfahren gegen seinen Onkel, aber der einzige, der noch lebt. Wissen die Richter, was hier drin steht, wäre Warner kaum ins Kronzeugenprogramm aufgenommen worden. Er hat weit mehr auf dem Kerbholz, als die zu wissen glauben. Lesen Sie es. Morgen beginnt die Verhandlung und man wird versuchen, eine Aussage des Zeugen zu verhindern. Man wird versuchen, Boris Warner zu töten. Das glauben wir so sehr, dass man es schon Wissen nennen kann. Ich bin erst seit ein paar Stunden in der Stadt und schon erwarten Sie, dass ich meine neuen Kollegen bespitzle. Vielleicht haben Sie ja keine Ahnung, was das bedeutet. Aber ich möchte die nächsten paar Jahre mit diesen Leuten zusammenarbeiten. Auch mit denen, die auf der falschen Seite stehen. Tom, Sie sollen doch bloß die Augen offen halten. Sie werden von uns präpariert. Wir bleiben permanent in Kontakt. Das Gefahrenverzug schicken wir an MEK rüber. Im Idealfall schützen Sie das Leben des Zeugen und finden für uns heraus, wer kollaboriert. Ich bedauere. Das Leben des Zeugen zu schützen, ist ohnehin meine Aufgabe. Aber Kollegen bespitzeln. Kenne Ihre Akte. War mir klar, dass Sie nach Ihrem Unfall noch nicht wieder auf dem Damm sind. Ich kenne Ihre Akte auch. Und Sie sind der Richtige. Warum denken Sie nicht an Ihre Zukunft? Diese Sache wäre ein guter Start für Sie. Ja. Oder sie bricht mir den Hals. Wir sind in einem Appartement gegenüber der Suite. Vielleicht treffen Sie ja noch eine Entscheidung zu unseren Gunsten. Kollegen bespitzeln oder? Nein. Egal, wie ich mich entschied. So oder so, ich war der Arsch. Wenn ich auch nur einen Ihrer Leute sehe, bevor ich darum gebeten habe, lasse ich die Sache platzen. Ist es klar? Völlig. Wieso haben Sie Ihre alte Einheit verlassen? Das Betriebsklima war strapaziert. Es gab da so gewisse Missverständnisse. Den Tod Ihres Kollegen betreffend? Wieso fragen Sie mich das eigentlich? Ich denke, Sie haben meine Akte gelesen. Ich habe mitten in diesen scheiß Flammen gestanden. Ich habe es doch wirklich versucht. Was glauben Sie eigentlich, was das hier ist? Sonnenbrand? Ich mache Ihnen keinen Vorwurf, Tom. Ich glaube Ihnen. Ja. Sie glauben mir. Das ist Herr Barlow. Er leitet den Einsatz von hier oben. Seine Kollegen sind um das Hotel verteilt. Haben Sie das Dossier gelesen? Das hier ist der Code, den wir abfangen konnten. Schreiben Sie sich das genau auf. Geöffnet wurde die Datei an einem BKA-Computer. Aus Ihrer Einheit hatten außer den 2 Toten zu diesem Zeitpunkt genau 2 Personen Zugriff. Und die werden Sie gleich kennenlernen. Nickel und Wagner. 2, 7, 1, 7, 8, 2. Sollte die Aktion scheitern, müssen Sie mit dem Zeugen sofort raus. Irgendeine Ahnung, was dieser Code eigentlich bedeutet? Wurde als Spielergebnis ausgezeichnet, aber wir glauben, dass es die Chiffre für Art oder Zeitpunkt des Attentats darstellt. Vielleicht ist es ein Türcode. Vielleicht eine Instruktion, wie ein Sprengsatz aktiviert wird. Oder wann er aktiviert wird. Morgen früh um 6 fährt Warner mit einer gepanzerten Limousine zum Gerichtsgebäude. Irgendwann davor wird es passieren. Der Code ging mir immer wieder durch den Kopf. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass Sie ihn erst in den letzten Stunden entdeckt hatten.
Wenn das aber so war, so bedeutete dies doch nichts anderes als das, dass sie andere Kurz wahrscheinlich schon vor den ersten beiden Attentaten gekannt hatten, sie ihnen aber nicht geholfen hatten, die Attentate zu verhindern. Sie waren offensichtlich genauso ratlos wie ich. Sie mich auch. Arschloch. Sie müssen Nickel sein. Tom Felber. Herzlich willkommen in Fort Knox. Sie haben ja zu Hause gemacht, richtig? Machen Sie sich keine Sorgen. Wir schaukeln die Sache schon. Machen wir keine Sorgen. Na, umso besser. Das Hotel wurde komplett mit einem Überwachungssystem ausgestattet. Hier geht keiner mehr ein oder aus, den wir nicht gecheckt haben. Der Hotelmanager kriegt schon voll die Krise. Wir haben die komplette dritte Etage. Members only. Technik vom Feinsten. Jede Technik ist nur so gut wie die Leute, die sie bedienen. Genau. Und ich bin gut. Video. Video. Und hier auch. Was der uns kostet. Wäre besser gewesen, ihn einfach zu erschießen, was? Und Schwelber sind ja ein richtiger Komiker. Endstation. Hey Chef, sprich dein letztes Gebet. Das nächste Mal schieße ich durch die Tür. Ach so, Tom Felber, unser Neuzugang. Was ist denn los, Wagner? Sieht ja aus wie tote Mutti. Nehmen Sie den Kollegen nicht zu ernst. Er ist ein kleiner Hau. Aber er kann auch ganz nett sein. Manchmal. Hey, Felber! Nervös? Naja, ich verstehe, dass ihr Mummis nach der anderen Sache. Machen Sie sich mal keine Sorgen. Setzen Sie sich hin, nehmen Sie sich einen Kaffee, lesen eine Zeitschrift und lassen Sie uns mal machen. Ich weiß nicht, was Sie über mich gehört haben, aber ich nehme meinen Job ernst. Wagner, der Kollege meint, wir nehmen unseren Job nicht ernst. Das hat er doch gar nicht gesagt. Jetzt gibt doch endlich Ruhe. Sind Sie immer so empfindlich? Ja. Sind die Bewegungsmelder an allen Türen und Fenstern, die in Frage kommen, auf allen Stockwerken. Kommt hier jemand rein? Dann leuchten die Dinger rot und die Sirene schaltet sich ein, dagegen ist die Rösche mal ein Witz. Noch Fragen? Es sah vielleicht nicht so aus. Da drin ist er, ja? Aber ich wusste, dass Nickel und Wagner seit Jahren ein gut eingespieltes Team waren. Sollte wirklich einer von Ihnen für Chaleski arbeiten, vielleicht auch beide, würde mich die kleinste Unachtsamkeit in Gefahr bringen. Wenn ich mir Warner so ansah, konnte ich mir schwer vorstellen, dass er überhaupt realisierte, dass jetzt kein Mensch mehr für sein Leben einen Pfifferling gegeben hätte. Wagner! Wer ist das? Keine Bange, ich bin hier zu deinem Schutz. Noch so ein Bademeister. Mein Name ist Tom Felber. Ganz schön feucht. Was ist? Haben Sie Angst? Ich wäre gern allein. Tut mir leid, ich wollte dich nicht erschrecken. Ich wäre gern allein. Ich habe gehört, dass man das auch zu zweit spielen kann. Geben Sie sich keine Mühe. Ich spiele lieber allein. Angst zu verlieren? Ich habe zuletzt verloren, da war ich 14. Nehmen Sie es nicht persönlich, aber das hier ist mein Schlafzimmer und draußen ist Ihr Arbeitsplatz. Spiel weiß.
als ob sie neben mir stünden. Hören Sie zu, das wird anders laufen, als Sie sich das vorstellen. Hier kommt kein Mensch rein. Ja, wie können Sie denn das jetzt schon beurteilen? Wir sind doch erst 10 Minuten im Hotel. Das ist hier eine Festung. Bewegungsmelder, Videoüberwachung, gepanzerte Scheiben. Hier kommt kein Mensch rein. Sehen Sie sich doch erst mal um. Was glauben Sie, was ich die ganze Zeit mache? Scheiße! Nennt ihr das gewährleistete Grundzeugensouveränität? Wenn ihr was wissen wollt, dann frag mich doch ganz einfach! Wagner! Jetzt hör mir mal zu, du Rotzlöffel. Wenn die Richter erfahren, dass du deinen Kopf nicht nur dazu benutzt hast, Kreditkarten zu manipulieren, dann warst du die letzte Zeit Kronzeuge. Svoboda, Krischel, Mischkowski, sagen dir die Namen nicht? Junge, ich bin nicht hier, um gegen dich zu arbeiten, sondern um dich zu schützen. Was ist los? 8 Sekunden, meine Herren! Wenn das nicht bald besser wird, muss ich mal ein ernstes Wort mit Böhme sprechen. Abtreten! Treib's nur auf die Spitze, Junior. Und? Was jetzt? Wir warten. Er wird sich melden. Also wenn Sie mich fragen, wir sollten was unternehmen. Es fragt aber keiner. Jetzt müssen Sie sich was einfallen lassen. Schöne Scheiße. Sie glauben doch nicht, dass Sie mich telefonieren lassen. Wirf mal ein Auge auf die beiden. Bin gleich wieder da. Soll das die Neuigkeit gewesen sein? Ein Türcode. Jede Zeitung erzählt, dass ich auf der Abschlussliste stehe. Oder eine Instruktion, wie ein Sprengsatz aktiviert wird. Was meinen Sie, warum ich hier bin? Umgeben von kaputten Bullen. Ja, genau um die geht's. Um wen? Um Nickel und Wagner? Blödsinn. So, glaubst du? Schon klar, dass Nickel einen Schuss hat. Na und? Was soll er denn machen? Mich erschießen, daher behaupten, es war Notwehr? Der Junge wollte mich im Schachbrett erschlagen? Oder besser, der will mich ersäufen im Waschbecken. Faber. Ich habe mit den beiden eine ganze Woche überlebt. Was glaubst du, was das ist? Quit Game. Keine Ahnung. Was soll ich damit? Du sollst dein Hirn aktivieren. Ich meine nur für den Fall, dass du es vergessen hast. Es geht hier um dein Leben, nicht um meins. Hey, Alter, jetzt mach mal halblang, ja? Mach hier nicht so große Wellen. Und? Einen Freund gefunden? Sie haben recht, er ist ziemlich misstrauisch. Wäre ich an seiner Stelle auch. Nachdem, was mit den anderen passiert ist. Sie glauben auch nicht an einen Unfall? Unfall hin oder her. An Boris kommt keiner ran. Die anderen Zeugen haben Sie auch bekommen. An ein Auto oder ein Flugzeug heranzukommen, ist eine Sache. Aber in ein Hotel zu gelangen, das von 50 BKA-Lern und SEK-Lern bewacht wird, eine andere. Glauben Sie mir, wir haben jede Ritze dieses Hotels gecheckt. Auch die besten Polizisten machen Fehler. Passen Sie auf, dass Sie keinen Fehler machen. Um den Rest kümmern wir uns. Das Haus steht ja auch schon um einiges länger als der Tunnel. Und vielleicht gibt es einen Zugang. Ich glaube nicht, dass der Tunnel in die Sicherung mit einbezogen wurde. Sie. Aber es wäre auch denkbar, vom S-Bahn-Tunnel in den Hotelkeller zu gelangen. Von dort aus durch den Fahrstuhlschacht und dann in den 5. Stock ist das kleinere Problem. Tom, Sie haben doch selber gesagt, das Hotel gleiche einer Festung. Wie könnte die Chiffre damit zusammenhängen? Ach Gott, das sind irgendwelche Zahlen. Zimmernummern, Telefonnummern, Uhrzeiten, was weiß ich denn? Vielleicht eine Finte. Silvers, hören Sie mir mal gut zu. Ich will Sie ja nicht nervös machen, aber die Zeit läuft gegen uns. Genauer gesagt, gegen Sie. Es finden Sie verdammt noch... Komm mal raus, was diese Chiffre zu bedeuten hat. Ja, das sage ich doch. Sichern Sie diesen Tunnel. Nein, selbst wenn jemand durch den Keller und dann über den Aufzugsschacht nach oben kommt,
Meine, spätestens an der Tür ist doch vorbei. Da geht's ja nicht mehr weiter. Kleiner Augenblick. Ich muss Schluss machen. Nein, vielleicht verrennen wir uns ja auch. Vielleicht geht's gar nicht ums Reinkommen. Sind Sie ertrunken? Ich weiß jetzt, was die Zahlen zu bedeuten haben. Das sind die Maße des Zimmermädchens. Die wird jetzt gleich hier hochkommen und mich zu Tode vögeln. Ja, träum du nur weiter. Kann sein, dass hier gar keiner raufkommen will, aber vielleicht kommst du nicht mehr raus. Vielleicht will ich das auch gar nicht. Unter gewissen Umständen schon. Unter welchen? Unter denen, dass hier irgendwas passiert und die Magnetkarte nicht mehr da ist, wo sie jetzt ist. Was machst du denn dann? Dann schrei ich um Hilfe. Hartmann, was ist mit dem Bus? Die Frau sagt, ihr Mann muss mal austreten. Der soll zu Hause schiffen. Ich will den Bus weghaben, und zwar jetzt. Was gibt's? Probleme mit der Prostata. Müssten dir ja bekannt sein. Hast du mein Handy gesehen? Ja, man könnte ja auch gar nichts reinkommen, oder? Oder sie zünden eine Atombombe. Felber, Sie leiden unter Verfolgungswahn, ist Ihnen das klar? Wagner hat mir schon erzählt, dass Sie letztes Jahr ein kleines Problem hatten. Dumme Geschichte. Du hast überhaupt keine Angst, was? Nicht so viel wie Sie. Hör mal, ich weiß ganz genau, dass du weißt, wie gefährlich dein Onkel ist. Der hat die anderen beiden auch gekriegt und dich wird er auch kriegen. Die Frage ist ja nur wie, ne? Jetzt erzähl du mir nochmal, dass du keine Angst hast. Wenn du auch nur halb so klug bist, wie du tust, dann hast du Angst. Und zwar ganz gewaltige. Außerdem brauchen wir ja gar nicht raus. Das ist egal, wie wir drüber kommen. In dieser Suite gibt es einen, der nicht will, dass du hier lebend rauskommst. Und da drüben sind Leute, die dir helfen wollen. Also warum sperrst du dich so dagegen? Weil mir keiner garantieren kann, dass sie nicht derjenige sind, der mir ins Leder will. Wer sagt mir, dass da drüben irgendwelche Staatsanwälte, irgendwelche Sonderpolizisten warten, hä? Du musst mir einfach vertrauen. Die Alternativen sitzen draußen. Mein Handy. Her damit! Danke. Mit wem hast du gesprochen? Wenn du es genau wissen willst, mit deiner Frau. Nach 7 Tagen mit 2 so Schwuchteln wie euch in einem Hotelzimmer, da wusste ich einfach nicht mehr, ob alles noch funktioniert. Beruhigen Sie sich doch, er hat ja nur mal telefoniert. Halt dich da raus. Hat schon mal 2 Freunde gewarnt. Die sitzen jetzt in der Karibik und lachen sich tot. Genießt den Kronzeugenstatus und bei Prozessbeginn ist keiner mehr da, den wir den Prozess machen können. Naja, wir werden es ja sehen. Ja? Hallo? Wer spricht da? Das wüsste ich gern. Nickel, BKA. Hören Sie, wenn das nicht aufhört mit diesen Anrufen, dann ruft das BKA demnächst bei Ihnen an. Naja, wenn er so langweilig ist, kannst du ja schon mal anfangen aufzuräumen. Das Spiel ist wohl vorbei. Thank you.
Was ist, wenn die Zahlen unten stehen und die Buchstaben senkrecht laufen? Mit abstraktem Denken haben sie es nicht so, hä? Es gibt genau diese vier Möglichkeiten, egal wo die Zahlen stehen. Das Resultat ist immer das gleiche. Das ist eine Sackgasse. Sie bilden sich das alles nur ein und jetzt ist Schluss damit. Von 8 Punkten sind 4 im Schlafzimmer. Vielleicht markieren sie nur eine Richtung, wo jemand entlanglaufen soll. Ein Fluchtweg für einen Nickel. Aber ich will ja nicht schon wieder destruktiv wirken. Aber ich habe da so meine Zweifel, ob Nickel durch die Klobrille passt. Was? Die Kloschüssel. Ja, na klar, der Installationsplan. Konstruktiver, als du denkst. Wo wollen Sie hin? Raus! Was ist los, Mr. Cool? Angst? Musst du doch nicht haben. Das sind doch nur meine Hirngespinste. Spielen Sie nicht den Beleidigten! Ich spiele nicht den Beleidigten dazu. Das sind 5 Minuten, da bin ich nicht selber. Verpissen ist nicht! Sie haben den Auftrag, mich zu beschützen. Ich verpisse mich nicht. 5 Minuten. Was wissen Sie, was in 5 Minuten alles passieren kann? Jetzt hören wir mal zu, Boris. Wir können hier nicht einfach nur drin sitzen und abwarten, bis was passiert, oder? 5 Minuten. Versprochen. Das ist mir scheißegal. Die kommt hier nicht hoch. Wo wollen Sie hin? Die bleiben hier, solange Wagner weg ist. Vielleicht hat er aber auch einen Walfisch getroffen und sich verliebt. Der soll seinen Arsch hierher bewegen. Fellbein. Du bist der Held des Tages. Hast du dir da draufgesetzt, oder was? Los, du musst da lieber jemanden raufschicken, bevor wir ersaufen. Fellbein! Hey, Fellbein! Der schafft's nicht. Geben Sie ihm noch ein paar Minuten. Die Zeit ist um. Wir gehen. Sag ich dir. Und wir versuchen, die Suite in Brand zu setzen. Was macht Sie da so sicher? Die Koordinaten führen direkt in die Sprinkleranlage und genau da bin ich jetzt. Das ist Ihre Chiffre. Sie kennzeichnet den Verlauf der Wasserrohre. Die hatten eine ganze Woche Zeit, hier rumzuschrauben. So? Die Suite wird brennen. Und es wird nicht ein einziger Tropfen aus dieser scheiß Sprinkleranlage hier kommen. Können Sie das reparieren? Wollen Sie mich verarschen? Ich bin doch kein Klempner. In Ordnung, beruhigen Sie sich. Also, wer ist es? Wagner, Nickel. Keine Ahnung, ich traue keinem von beiden. Felber, wir benötigen exakte Beweise. Wer ist es? Beweise wozu? Boris soll in exakt einer Viertelstunde abgeholt werden. Und davor wird es passieren. Also setzen Sie jetzt Ihren Arsch in Bewegung und holen Sie uns hier verdammt nochmal raus! Felber, Sie wissen, dass wir wissen, dass Sie ein kleines Problem mit Feuer haben. Ein kleines? Ich habe ein großes Problem mit Feuer. Aber das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Gut. Beweisen Sie es. Meine Aufgabe war es, die Chiffre zu knacken. Das habe ich gemacht. Okay? Jetzt sind Sie dran. Holen Sie uns hier verdammt noch mal raus. Felber, ich glaube, Sie kommen besser. Nickel versucht, die Tür einzutreten. Berthold, Sie müssen sofort stürmen. Haben Sie verstanden? Berthold! Berthold, haben Sie mich verstanden? Herr Wister. Ich weiß es nicht.
Interessiert mich auch nicht. Du hast die Tür abgesperrt, also wo ist er? Bei deiner Frau? Ah! Oh, das ist kein Spaß mehr, Junior. Was wird hier eigentlich gespielt? Haben wir ein Problem? Kann man so sagen. Hey, spinnst du? Wo ist Wagner? Steck das Ding weg. Ich dachte, Sie mögen diese Art von Spiel. Wo ist Wagner? Du Arschloch! Wo hast du die ganze Zeit gesteckt? Felber ist mit Boris abgehauen. Sie sind im Fahrstuhl. Verdammt. Wagner, sie wollen aufs Dach. Vielleicht ist es ihm ja gelungen, noch rauszukommen. Kann mal jemand nachsehen, was mit diesem verdammten Feueralarm los ist? Sie ist aus. Es gab nie ein Feuer. Sie haben mich verarscht, nicht wahr? Der Feueralarm wurde durch ein Rauchgeschoss ausgelöst. Ich schätze, wir wurden beide reingelegt. Da drüben muss der Schacht sein. Felber! Seien Sie vernünftig! Geben Sie mir den Jungen! Und was jetzt? Thank you.
Keine von. Und? Staatsanwaltschaft sitzt in der zweiten Etage. Damit der Rennen mir mit klar? Zeit läuft gegen uns, genauer gesagt gegen Sie. Kenny, warte. Selber, Sie leiden unter Verfolgungswahl, ist Ihnen das klar? Weil mir keiner garantieren kann, dass Sie nicht derjenige sind, der mir das Leder will. Das ist Herr Barlow. Er leitet den Angriff von hier oben. Vielleicht eine Instruktion, wie ein Sprengsatz aktiviert wird. Man wird versuchen, Boris Warner zu töten. Sollte die Aktion scheitern, müssen Sie mit den Zeugen sofort raus. Felber, Sie wissen, dass wir wissen, dass Sie ein kleines Problem mit Feuer haben. Ich habe ein großes Problem mit Feuer. Aber das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Sollte die Aktion scheitern, müssen Sie mit den Zeugen sofort... Sie ein kleines Problem mit Feuer haben. Ich habe ein großes Problem mit Feuer. Nein!